Ja moin ihr Lieben, heute soll es mal um die Hauglandjacke 7 in 1 gehen. Was es damit auf sich hat mit diesem Video, das erzähle ich euch gleich. Ja moin ihr Lieben und damit nochmal herzlich willkommen zu diesem Video. Kurze Vorgeschichte dazu. Ich wurde gesehen von euch in ein paar meiner Videos, dass ich die Hauglandjacken trage und wurde dann unter dem ein oder anderen Video angesprochen und im weiteren Verlauf dann auch auf Instagram, ob ich vielleicht mal ja, die eine oder andere Frage beantworten könnte oder tatsächlich sogar, ob ich mal ein Video zu der Jacke machen könnte. Und das ist dann im Prinzip die ganze Geschichte dazu. Das heißt also, dieses Video ist nicht von Hauptland gesponsert. Die wissen nichts davon. Ich bekomme nichts dafür. Ja, ich blende Werbung ein, aber es handelt sich ja um etwas, was ich mir einfach selbst gekauft habe. Und ja, nur, dass ihr da quasi wisst, worauf ihr euch in diesem Video einlasst. Ja, ich habe vor einigen Videos mal gefragt und eine Umfrage in meinem Community-Tab gestartet, ob euch die 7-in-1-Jacke mal interessieren würde. Etwas genauer beleuchtet meine Meinung dazu und habe da so eine kleine Umfrage gestartet. So wahnsinnig viele haben sich daran gar nicht beteiligt. Von denen, die dabei mitgemacht haben, war die Mehrheit dafür, mal so ein Video zu machen. Und trotzdem riss aber die Fragen nicht ab und auch euer Feedback dazu, das ich auf Instagram und auch per E-Mail dann zwischenzeitlich bekam, wo dann auch nochmal so die ein oder andere Frage gestellt wurde. Und von dem einen oder anderen von euch weiß ich, dass er mittlerweile sich selbst die 7-in-1-Jacke gekauft hat und dass er auch sehr zufrieden ist. Also da habe ich auch ein bisschen Feedback von euch bekommen und das bestätigt mich einfach, dass vielleicht so ein Video gewünscht ist. Ich werde ja am Ende sehen, wie viele das Video schauen, aber da ich im Prinzip eigentlich nichts davon habe, ist es mir eigentlich egal. Und wenn es dann nur von 10 Leuten gesehen wird und die 10 Leute interessiert es aber, dann habe ich eigentlich schon erreicht, was ich erreichen wollte. Also, heute geht es um die Haugland 7 in 1 Jacke. Das sind nicht 7 Jacken, sondern es handelt sich dabei um 3 Jacken. Eine Außenjacke, eine Steppjacke und eine Fließjacke. Die können allerdings in verschiedenen Kombinationen zueinander getragen werden. Da gibt es also verschiedene Varianten, deswegen also 7 in 1 Jacke. Die Bezeichnung an und für sich auf dem deutschen Markt ist jetzt relativ neu und vorher war sie als 5-in-1 Jacke am Markt. An und für sich ist das also die gleiche Jacke. Es hat sich nur ein bisschen was getan an den Logos, die sind teilweise ein bisschen anders gestaltet und an anderen Stellen. Aber sonst, wer also die 5-in-1 Jacke von Hauglandjacken bereits hat, muss nicht auf die 7-in-1 upgraden, weil an und für sich sind es eigentlich die gleichen Jacken. Aber die 5-in-1 als Bezeichnung für die Jacke verschwindet jetzt mehr und mehr vom Markt und die 7-in-1 wird dann als alleiniges Produkt von dieser Jackenkombination erhalten bleiben. Für alle, die das nicht wissen, Haugland ist eine Bekleidungsmarke, die vor einigen Jahren von Benjamin Jaworski ins Leben gerufen wurde und mittlerweile steckt da auch ein größeres Team dahinter. Und diese Bekleidungsmarke richtet sich gezielt an Fotografen. Das heißt also, neben der 7-in-1 Variante, die ich euch ja gleich jetzt noch genauer vorstellen werde, gibt es zum Beispiel auch eine Regenjacke, es gibt eine schicke Steppweste, beides habe ich auch in meinem Besitz. Es gibt Hoodies, da habe ich auch den einen oder anderen, es gibt T-Shirts. Und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird jetzt auch nach und nach immer weiter ausgebaut. Und ich muss sagen, alles, was ich bisher hatte von Haugland, hatte auch eine entsprechende gute Qualität, einen schönen Tragekomfort. Es fühlte sich angenehm an. Also von daher, das war schon alles toll. Kommen wir mal jetzt aber gezielt zu diesem Produkt. Also im Moment trage ich auch alle 3 Jacken übereinander. Das bietet sich aktuell noch an. Zuerst hätte ich noch gedacht, als ich sie mir gekauft habe, naja, mal gucken, wie lange ich Freude daran haben werde. Denn der Frühling wird ja irgendwann kommen und ausgerechnet in diesem Jahr. Wir gehen in den Mai. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme, haben wir gerade so den Monatswechsel April, Mai in etwa. Und ja, man kann es immer noch tragen, weil es ist immer noch relativ frisch. Ja? Also Zeiten, wo wir im April schon die 30 Grad Mark geknackt haben, davon sind wir in diesem Jahr weit entfernt. Und ich habe entsprechend viel von diesen Jacken. Also das ist an und für sich ganz schön. Was macht diese Jacke jetzt so für Fotografen besonders? Nun, in erster Linie mal
die Taschenvielfalt und die Tatsache, dass eigentlich in jeder Jacke auch so ein kleiner Mini-Fotorucksack mit dabei ist. Die Außenjacke hier, das ist die, die am längsten geschnitten ist. Die anderen sind also nicht so lang. Das hat aber auch durchaus seinen Grund, denn die ist auch windabweisend und regenabweisend. Ich war mit dieser Jacke in einem stärkeren Regenschauer unterwegs. Es war jetzt keine Sintflut, aber schon ein stärkerer Schauer, der auch länger anhielt. 30 Minuten war ich mit der Jacke draußen. Es war überhaupt gar kein Problem. Es kam keine Feuchtigkeit durch. Also von daher, die hält schon ein bisschen Regen ab. Für richtig, also richtig sintflutartigen Regen würde ich dann eher zur Hauckland Regenjacke wechseln. Aber hier so ist das schon toll. Und wie gesagt, hält den Regen auch gut ab und sie ist auch schön windgeschützt. Wir haben ja an den Jackenärmeln auch diesen kleinen Zusatzstoff, der da eben mit rauskommt, wenn wir den Ärmel etwas weiter oder die Hand etwas weiter rausstrecken oder den Arm. Und da kommt dann eben auch kein Wind durch. Also das ist relativ schön und macht auch schön windabweisend. Wie gesagt, sie ist die, die am längsten geschnitten ist. Und wir können sie aber auch hier unten, obwohl sie im Moment zu ist, nochmals öffnen. Von unten. Das heißt, wenn wir uns doch irgendwie hinknien, wenn wir auf dem Fahrrad unterwegs sind, bin ich natürlich sehr, sehr oft, wenn wir uns mal hinsetzen wollen, dass das dann unten nicht so spannt, kann man es von unten auch nochmals öffnen. Das ist eine relativ schöne Geschichte. Dann eine Taschenvielfalt ohne Ende. Wir haben ja hier oben Taschen. Wir haben hier richtig tiefe Taschen. Da können wir auch Filter drin transportieren. 100x100 Filter, also diese Standard Viereckfilter, sag ich mal, sind gar kein Problem. Aber auch die Rechteckfilter, 150x100 mm, können hier rein, passen prima rein, ist also gar kein Problem. Von daher sehr, sehr schön gemacht, also Taschen ohne Ende. Was ich eben an den Ärmeln noch vergessen habe, wir haben hier auch noch diesen Klettverschluss, womit wir es etwas enger stellen können, damit also auch wirklich kein Wind durch die Ärmel durchpfeifen kann. Also das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, wir haben hier also Taschen und das mit den Taschen geht noch weiter. Ich hoffe mal, dass das mit dem Ton jetzt hier klappt. Wenn nicht, dann muss ich das Mikro gleich mal umswitchen. So, zur Sicherheit habe ich den Ton jetzt mal umgeswitcht, habe ihn an die untere Jacke befestigt, an die Steppjacke, die ich darunter trage. Also, bei jeder dieser 7-in-1 Jacken ist hier noch so eine Art Mini-Fotorucksack mit dabei. Wir haben hier also Karten für SD-Fächer, für Akkus. Wir können sie natürlich auch anders bestücken. Also das sind relativ kleine Fächer und haben dann hier nochmal jeweils durch einen Reißverschluss getrennt nochmal ein Fach und darunter ein etwas größeres. Und dahinter ist ja wie so eine Art Plastik. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Nässeschutz. Das heißt, wenn es dann doch mal regnet, stärker regnet und es kommt doch irgendwie Nässe von hier außen ran, hier kommt es nicht durch. Das heißt also, was ihr da dann drin habt, ist definitiv wasserdicht geschützt. Wir haben dann hier oben nochmal eine weitere kleine Tasche und können das Ganze hier auch mit so Bändeln enger schnüren. Wie gesagt, dass diese Jacke möglichst eng anliegt, um einfach den größtmöglichen Windschutz zu bieten. Eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekommen habe, war die Frage nach der Größe und welche Größe ich denn habe, welche ich ja empfehlen kann, wie meine Meinung dazu ist. Empfehlen kann ich natürlich gar keine, weil ich eure Maße nicht kenne. Ich trage meine Jacken, jetzt mal unabhängig von den Hauckland-Jacken, eigentlich immer in XL, weil Wohlstandsbauch ist vorhanden, kriege ich auch nicht weg, kann ich nichts machen. Beziehungsweise könnte ich schon, aber bin ich zu faul dafür, ist ein anderes Thema. Jedenfalls trage ich meine Jacken grundsätzlich eigentlich so in XL. Die passen mir dann immer. Und die Hauckland-Jacke habe ich mir entsprechend auch in XL gewählt und muss sagen, sie passt. Das heißt, ihr könnt euch also bei der Größe der Jacken an eurer normalen Alltagsgröße, die ihr für Jacken normalerweise verwendet, gut orientieren. Ich glaube nicht, dass das da sonderlich große Abweichungen gibt. Vor allen Dingen sind die Jacken natürlich auch ein bisschen unterschiedlich geschnitten. Die Außenjacke ist natürlich etwas weiter geschnitten, denn sie impliziert ja, dass man noch etwas drunter trägt. Also man trägt sie jetzt nicht unbedingt standardmäßig immer allein. Sonst liegt sie vielleicht ein bisschen locker an, aber wenn man entsprechend was drunter hat, in der etwas kälteren Jahreszeit oder auch im Herbst oder allein wenn man nur eine Steppjacke oder eine Fließjacke drunter hat, dann macht das natürlich Sinn, dass die etwas weiter geschnitten ist. Und wie gesagt, durch die Bändel hier wiederum kann man sich sie auch wiederum enger schnüren. Das heißt, dann schlabbert wiederum auch nichts. Also das ist schon alles sehr, sehr gut durchdacht. Und
das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was es hier zu der Außenjacke zu erzählen gibt. Natürlich gibt es auch eine Kapuze dran. Das ist bei den anderen Jacken auch nicht anders. Und es gibt aber zu der Außenjacke noch eine kleine Besonderheit. Ich trage ja hier drunter jetzt die Steppjacke. Ich könnte aber auch direkt das Vlies, dazu kommen wir ja gleich noch, ebenfalls direkt drunter tragen. Und diese Jacken kann ich mit der Außenjacke verbinden. Das heißt, ich habe hier meinen normalen Reißverschluss, um die Jacke zuzumachen, und ich habe innenliegend nochmal einen kleinen Reißverschluss. Und damit könnte ich jetzt wiederum, und das gilt sowohl für die Steppjacke als auch für die Vliesjacke, das Ganze hier miteinander verbinden. So dass ich also, wenn ich die Jacke ausziehe, auch automatisch die darunter mit ausziehe, muss nicht Jacke für Jacke ausziehen. Kleine Besonderheit dazu, wobei unter Vorbehalt, ich weiß nicht, ob das bei der 7-in-1 Jacke auch noch so ist, bei der 5-in-1 Jacke, weil ihr könnt diese Jacken auch einzeln kaufen. Auch die Außenjacke soll es wohl demnächst wieder einzeln zum Kaufen geben. Im Moment gibt es noch den Rest von der 5-in-1 Jacke, aber ich habe das mal in einer Insta-Story von Benjamin Jaworski neulich gesehen, dass es wohl auch die Außenjacken demnächst wieder einzeln zum Kaufen gibt. Und ihr könnt diese Jacken natürlich in einem Set erwerben, zum Preis kommen wir noch. Ihr könnt es aber natürlich auch einzeln kaufen. Bei der 5-in-1 Jacke gab es damals aber den Hinweis, wenn ihr die Jacken alle einzeln kauft oder nach und nach einzeln kauft, gibt es keine hundertprozentige Garantie dafür, dass das Ganze hier auch wirklich dann mit dem Reißverschluss zusammenpasst, weil nur wenn ihr das Set also wirklich komplett kauft, dann gibt es die Garantie, dass die auch alle mehr oder weniger aus einem Guss gefertigt werden. Ob das jetzt bei der 7-in-1 Jacke aktuell auch noch so ist, weiß ich nicht. Das wäre aber auch die einzige Einschränkung. Wenn ihr also sowieso nicht vorhabt, die Jacken miteinander zu verbinden, und wie gesagt, das geht nur mit der Außenjacke, also Steppjacke und Vliesjacke sind nicht miteinander verbindbar, aber mit der Außenjacke wiederum einzeln schon. Wenn ihr aber darauf eh keinen Wert legt und die Jacken einfach nur so einzeln übereinander tragen wollen würdet, dann könnt ihr sie natürlich auch einzeln kaufen. Dann müsst ihr nicht das Set kaufen, das natürlich insgesamt eine Einmalsumme erfordert, die ein bisschen teurer ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zur nächsten Jacke. Das war jetzt die, ja, die Außenjacke, die ich eigentlich relativ schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe neulich tatsächlich einen gesehen, mal livehaftig vor mir. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, die gibt es auch in Gelb, und habe die ganze Zeit gedacht, boah, also die ist gelb. Puh, weiß nicht, ob ich damit was anfangen könnte. Und dann habe ich tatsächlich jemanden vor mir stehen sehen, der so eine Hauglandjacke in Gelb getragen hat, und muss sagen, seitdem spiele ich mit dem Gedanken, ob ich sie mir einzeln nicht noch wirklich auch noch dazu kaufen sollte, weil ein kleiner Eyecatcher ist es schon, gerade vor allen Dingen dann später dann im Herbst. Da ist natürlich so Rot eine schöne Signalfarbe, aber auch mit Gelb kann man da echt viel anfangen. Ich bin noch am Überlegen, vor allen Dingen jetzt im Restverkauf, zumindest von der 5-in-1 Variante, ist sie auch gar nicht so teuer. Damit sind wir also bei der nächsten Variante angekommen, bei der Steppjacke. Und habe ich eben übrigens bei der Außenjacke ganz vergessen, wenn wir schon bei Taschen sind, alle Jacken, also die Außenjacke, die Steppjacke und auch die Vliesjacke, haben hier im Ärmel noch so ein extra Fach mit Klettverschluss gesichert und daran ein Mikrofasertuch. Ist im Lieferumfang auch mit dabei. Es steht zwar immer dabei, solange der Vorrat reicht, aber ich denke, wenn man das im Set kauft, kriegt man es auf jeden Fall immer mit dazu, mit schönem original Mikrofasertuch. Ihr könnt dafür natürlich aber auch euer eigenes verwenden, weil es gibt bei Mikrofasertüchern, gibt es so zwei Meinungen, was bedruckte Mikrofasertücher angeht. Die einen sagen, das ist für die Kameralinse gar nicht so toll, und andere sagen, das ist gar kein Problem. Also da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Wenn ihr da lieber eure eigenen verwenden wollt, könnt ihr das natürlich auch entsprechend hier mit so einem Schnapper zu befestigen. Wenn ihr die Jacke dann mal in die Wäsche packt, müsst ihr halt vielleicht darauf achten, ob ihr das Mikrofasertuch dann mitwaschen wollt oder besser nicht. Aber wie gesagt, das ist bei allen Jacken mit dabei. Das heißt, wenn wir dann tatsächlich mal so unterwegs sind, haben drei Jacken quasi übereinander, also das komplette Set, dann haben wir drei Mikrofasertücher mit dabei. Und ich muss euch sagen, ich stand neulich irgendwo, habe Mikrofasertücher im Rucksack gesucht, weil ich gar nicht dran gedacht habe, dass ich doch im Ärmel ein Mikrofasertuch dabei habe. Also von daher, es hat sich eigentlich schon bemerkbar gemacht, wie toll einfach dieses Gimmick ist, und allein das ist schon ziemlich super. So, das ist also auch eine Steppjacke aus der 7-in-1 Variante. Die aus der 5-in-1 Variante, oder die man da auch noch einzeln kaufen konnte, die hat ein etwas anderes Logo gehabt oder so einen etwas anderen Patch. Das hat sich ein bisschen jetzt verändert. Sonst sind die Jacken aber relativ gleich. Ich war auch mit dieser Jacke im Regen unterwegs, in einem sehr, sehr leichten Regenschauer, sag ich mal. Das war eher so ein etwas stärkerer Niesel. 10 Minuten ging es gut, danach kam die Feuchtigkeit ein bisschen durch. Das ist aber auch normal. Das ist
eine Steppjacke und Steppjacken sind per se nicht komplett wasserdicht. Und so wird diese Jacke hier auch nicht beworben. Das heißt, die Wasserdichtigkeit habt ihr wirklich nur entweder, wenn ihr eine Regenjacke habt oder eben die Außenjacke. Also für sich ist das sonst eine normale Steppjacke. Bei einem 5 oder 10 Minuten Minischauer ist das kein Problem. Das hält die Jacke aus, danach dringt die Feuchtigkeit aber ein bisschen durch, sollte man wissen. Etwas weniger Taschen haben wir hier. Wir haben also keine Obertaschen. Wir haben hier nur an der Seite entsprechende Taschen mit Reißverschluss gesichert. Die sind auch nicht ganz so tief wie bei der 7-in-1-Variante. Muss aber auch nicht sein, weil ein normaler Steppjacken-Look eben. Und die Jacke ist ja auch nicht so lang geschnitten wie die Außenjacke. Also von daher, das passt schon ganz gut. Eine für sich, ich finde sie bequem. Der eine oder andere hat sich schon über die Optik so ein bisschen moniert oder über die Farbe. Also ich finde es eigentlich, wie gesagt, soweit ganz schick. Wenn wir sie aufmachen, haben wir auch hier wieder das gleiche Prinzip. Wieder diesen Mini-Foto-Rucksack mit SD-Kartenfächern, mit Akkufächern und auch hier unten drunter nochmal diesen entsprechenden Schutz. Der ist jetzt hier aber ein bisschen anders gearbeitet. Bei der Außenjacke haben wir das Plastik auf der Rückseite, sodass auch wirklich keine Feuchtigkeit durchkommt. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir das Plastik also vorne, ist also ein bisschen stoßunempfindlicher. Aber wenn ihr damit im stärkeren Regen unterwegs wärt, was ich euch mit der Jacke halt nicht empfehle, dann würde die Feuchtigkeit voll außen durchdringen. Da muss man also so ein bisschen aufpassen. Weitere Taschen haben wir sonst nicht. Das ist also eine etwas abgespecktere Version, was die Taschen angeht. Aber trotzdem absolut brauchbar und so schon auch ein Mehrwert gegenüber von anderen Jacken, einfach weil wir hier doch richtig viel unterkriegen, wenn wir das denn wollen. Wie gesagt, mit der Außenjacke ist es kombinierbar, jetzt mit dem darunterliegenden Vlies nicht. Also verbindbar, kombinierbar, klar, man kann es ja zusammentragen. Aber wie gesagt, verbindbar nicht mit der darunterliegenden Vliesjacke, sondern eben dann nur mit der darüberliegenden Außenjacke, wenn man das dann möchte. Ja, mehr gibt es jetzt hier also zu der Steppjacke auch erstmal gar nicht zu sagen. Kapuze ist auch hier mit dabei und dann kommen wir mal zum letzten Layer. So, letzter Layer ist angesagt, die Vliesjacke. Und die finde ich eigentlich persönlich richtig schön. Und die habe ich auch in einer anderen Variante, weil ich habe mir damals auch nicht direkt dieses Set gekauft, sondern die Vliesjacke, nicht diese, sondern die der ersten Generation habe ich mir vor circa einem Jahr bereits gekauft gehabt, weil ich auch nicht direkt so viel Geld ausgeben wollte auf einmal, sondern wollte erstmal schauen, klappt das mit der Größe und passen mir die Jacken, gefallen sie mir auch, und habe mir deswegen eine Vliesjacke gekauft, weil Vliesjacken finde ich generell per se eigentlich ganz schön. Und die trage ich auch seit über einem Jahr schon oder seit rund einem Jahr und finde die einfach mega. Ist ja richtig jetzt was los hier. Die Natur erwacht. Und muss sagen, trage ich fast das ganze Jahr. Klar, jetzt nicht im Juli und August, ne? Bei 30 Grad trage ich natürlich auch keine Vliesjacke. Aber wenn man so morgens unterwegs ist oder einfach um es drunter zu tragen, also diese Vliesjacke ist richtig, richtig toll. Natürlich wieder das gleiche Prinzip, ne? Auch mit den Patches. Das hat sich jetzt in der neuen Generation ein bisschen verändert. Wir haben auch hier wieder das Mikrofasertuch im Ärmel mit dabei. Ist auch nicht das gleiche, wie ich es euch jetzt eben gezeigt habe, sondern ne, das ist also das Extra, was hier dann zu der Jacke eben mit dazugehört. Ansonsten zwei Taschen, ähnlich gestaltet wie bei der Steppjacke. Also von daher auch relativ schön. Mehr Taschen haben wir jetzt von außen nicht, brauchen wir aber auch nicht großartig. Es gibt ja noch Steppjacken, die noch so gearbeitet sind, dass sie oben noch irgendwie eine Tasche haben oder so, hat diese jetzt nicht. Aber ich finde, das reicht auch so komplett aus. Und das Innenleben gestaltet sich dann auch so, dass wir hier auch wieder unseren kleinen Fotorucksack haben. Wieder mit SD-Karten oder Akkufächern, wenn wir es dann wollen. Und hier unten dann wieder diese kleinen Taschen. Diesmal komplett im Prinzip ohne Plastik. Wir haben von hinten zwar einen kleinen Schutz. Ob der richtig Feuchtigkeit abhält, weiß ich natürlich nicht. Aber an und für sich sonst nicht so wahnsinnig viel Plastik verarbeitet. Und dann haben wir hier nochmal so eine kleine Tasche ohne Reißverschluss, wo wir auch was unterbringen könnten, wenn wir es dann wollen. Ich mache es mal wieder zu, weil es ist doch ein bisschen frisch jetzt am Morgen. Ja, ansonsten Steppjacke ist klar, auch hier Wasserdichtigkeit natürlich ein ganz eigenes Thema. Vliesjacke meine ich natürlich nicht, habe ich eben Steppjacke gesagt. Vliesjacke, Wasserdichtigkeit, natürlich ein ganz eigenes Thema. Vliesjacken sind per se nicht wasserundurchlässig. Ein bisschen was perlt ab, also auch hier ganz leichter Niesel ist kein Problem, kann man mal schnell durchlaufen. Aber die Feuchtigkeit hält sich natürlich im Vlies dann eine Weile länger. Das ist dann eben so beim Vlies, ist kein Nachteil von dieser Jacke jetzt speziell. Ich würde damit also jetzt nicht unbedingt im Regen oder im Niesel oder wie auch immer rumlaufen, sondern dann eher noch eine der anderen Jacken drüber ziehen, je nach Regenstärke. Aber so, um damit unterwegs zu sein bei Verhältnissen, wie wir sie
jetzt dann haben. Jetzt ist es fast noch etwas zu frisch, jedenfalls jetzt am frühen Morgen, wo ich das Video hier aufnehme. Aber an und für sich, wenn die Temperaturen dann jetzt nochmal 5 Grad steigen, dann brauche ich die anderen Jacken fast nicht oder vielleicht erstmal nur die Steppjacke. Aber wenn die Temperaturen dann nochmal 1-2 Grad hochgehen, dann reicht diese Fließjacke komplett aus. Ich habe einen Pullover drunter, also nicht mal einen dicken Hoodie, und dann hält das Ganze insgesamt schon warm. Was die Jacken jetzt natürlich so interessant macht, ist halt deren Kombinationsmöglichkeiten. Also ich hatte zuerst die Außenjacke an, darunter die Steppjacke, dann die Fließjacke. Jetzt trage ich die Außenjacke nur mit der Fließjacke, Steppjacke komplett weggelassen. So könnte ich jetzt natürlich auch die Steppjacke tragen, Fließjacke weglassen und, und. Also diese Kombinationsmöglichkeiten, die ihr habt, und ihr müsst es ja nicht mal, ihr könnt es natürlich auch alle einfach einzeln tragen. Das ist natürlich das, was diese Jacken halt so interessant macht. Sie passen schön zueinander und sind einfach für Fotografen ziemlich, ziemlich schön geeignet, wie ich finde. Und das ist eben auch die Zielgruppe, an die sich das Ganze hier richtet. Natürlich auch an weibliche Fotografinnen, denn diese Jacken gibt es auch in einer etwas femininen Variante. Da ist dann der Schnitt ein bisschen anders. Preis ist natürlich so eine Sache. Er schwankt hier und da mal, je nach Aktion, minimalst, aber eigentlich ist er relativ stabil. Das heißt, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das muss man leider Gottes wirklich so sagen. Stand jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, also so rund Monatswechsel April, Mai, Anfang Mai 2023, kostet die 7-in-1 Variante im Komplettset, also mit der Außenjacke, mit der Steppjacke, mit der Fließjacke, 319 €. Das ist natürlich schon ein Haufen Holz. Wobei man muss immer sehen, der ein oder andere sagt dann, boah, das ist aber viel Geld für eine Jacke. Es ist aber ja gar nicht für eine Jacke. Ne? Ihr kauft im Prinzip 3 Jacken, die auch noch in unterschiedlichen Kombinationen getragen werden können. Mikrofasertuch ist dabei und hat eben den Mehrwert, unter anderem mit dem Mini-Fotorucksack. Und da kriegt ihr wirklich viel unter. Und gerade wenn ihr dann mehr als eine Jacke tragt, bekommt ihr die doppelte Menge im Prinzip unter. Und von daher, das ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Noch dazu finde ich die Verarbeitung einfach top. Ich kann natürlich noch keine Langzeiterfahrung jetzt zu der 7-in-1 Variante sagen. Also wenn dann hier irgendwann in ein paar Monaten die Nähte aufgehen, dann ist es natürlich zu viel Geld. Aber ich habe ja die Fließjacke zum Beispiel schon seit einem Jahr ungefähr im Einsatz. Und die ist jetzt noch so toll wie am ersten Tag. Das muss man einfach ganz klar mal so sagen. Von daher kann ich also nur sagen, wenn die anderen Jacken genauso gearbeitet sind, und davon gehe ich jetzt mal eigentlich auch aus, dann passt das schon. Da ist dann schon ein bisschen Qualität dahinter. Wem das jetzt aber zu viel Geld ist, und ich kann das echt verstehen, weil ich zögerte selbst länger, der kann diese Jacken, wie gesagt, auch einzeln erwerben. Aktuell noch so im Ausverkauf die 5-in-1 Variante, die identisch zur 7-in-1 Variante ist, nur die Logos sind teilweise ein bisschen anders. Aber sonst, Qualität ist die gleiche. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe neulich irgendwie aufgeschnappt, dass es wohl auch von der 7-in-1 Variante zum Beispiel die Außenjacke demnächst im Einzelkauf geben soll und, und. Also von daher, das, was ihr dann nicht habt, ist die hundertprozentige Gewissheit, dass alles mit der Außenjacke zusammen quasi kombinierbar ist mit dem Reißverschluss, wenn ihr es einzeln kauft. Wobei ich mal glaube, es wird wahrscheinlich trotzdem gehen, wenn es da den ein oder anderen Millimeter Abweichung gibt, wird das trotzdem irgendwie schon passen. Und wenn nicht, dann könnt ihr die zwar nicht miteinander verbinden, was den Reißverschluss angeht, aber ihr könnt sie ja trotzdem zusammentragen. Und so könnt ihr euch die Jacken natürlich auch nach und nach kaufen. Das geht natürlich schon. Wobei ihr dann natürlich nachrechnen müsst, ob ihr mit dem Einzelkauf gegebenenfalls teurer seid, als wenn ihr einmal eben diese 319 € investiert oder was sie dann auch jeweils vielleicht kosten. Und das Set dann gegebenenfalls günstiger ist. Ne? Da muss man dann natürlich auch mal so ein bisschen schauen und ein bisschen rechnen, weil Einzelkauf ist halt nicht immer günstiger. Ne? Aber klar, für wen das jetzt zuerst mal zu viel Geld ist, der kann natürlich klein anfangen und entsprechend mit Steppjacke, mit Fließjacke, mit Außenjacke, mit was auch immer anfangen. Und sich das Set quasi dann selbst zusammenkaufen nach und nach. Ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Jacken. Und bin mal gespannt, wie viel Freude ich damit dann jetzt auf längere Zeit dann haben werde. Und ich fühle mich darin sehr wohl. Temperaturempfinden kann ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Ich war ja zum Jahreswechsel bzw. im Januar am Eibsee. Und lustigerweise wurde ich unter einem Eibsee-Video auf die Hauptlangjacken angesprochen, obwohl ich sie dort gar nicht getragen habe. Da habe ich also eine wirkliche Winterjacke mit dabei gehabt, die allerdings halt auch rot war.
Aber die war dann schon ein bisschen dicker und ich war da bei Minustemperaturen auch tagsüber unterwegs. Ich glaube nicht, dass mir die Kombination aus Fließjacke, Steppjacke und Außenjacke dort dann so viel Freude bereitet hätte bei tagsüber -5, -6 Grad. Der Eibsee war ja auch teilweise zugefroren, also es war wirklich kalt. Und hier und da ging dann auch ein Wind und in dieser Kombination weiß ich nicht. Aber ich denke mal, bei Temperaturen bis 0 Grad oder ganz knapp darüber kommt man mit diesen drei Jacken ganz, ganz prima hin. Das ist zumindest meine Einschätzung. Ganz genau werde ich euch das erst im nächsten Winter sagen können, weil im jetzt abgelaufenen Winter hatte ich dieses Set so auch noch nicht. Da müssen wir dann mal schauen, wenn wir dann auf den Dezember zügig und ich mal wieder oben auf dem verschneiten Feldberg unterwegs bin und dann in diese Jackenkombination der 7-in-1-Jacke. Und dann schauen wir mal, wie es da oben, weil da geht immer ein schönes Windchen, wie das dort dann aussieht bei 0 Grad. Aber bei Temperaturen oder vielmehr bei unter 0 Grad, aber bei Temperaturen bis 0 Grad oder knapp darüber, glaube ich nicht, dass man da großartig friert. Man hat dann halt nicht nur ein T-Shirt drunter, sondern eben Pulli, ein Hoodie, was auch immer. Aber das kann man auch alles gut tragen, wenn man sich die Jacken dann eben nicht zu eng von der Größe her wählt. Von daher kann ich also sagen, generell, also fast ganzjährig durchaus tragbar, denn dass wir ja bei uns in den meisten Gebieten Deutschlands mit den Temperaturen so deutlich unter 0 Grad gehen, das kommt ja jetzt nicht mehr so oft vor. Und von daher eigentlich so, wirklich so ziemlich ganzjährig tragbar. Und wirklich, wenn man einen Hardcore-Wintertag erwischt, dann wird es vielleicht ein bisschen eng, da müsste man dann gegebenenfalls schauen. Aber sonst hält es auf jeden Fall warm. Und je nach Temperatur kann man sich ja entsprechend auch entblättern. Und das Vlies, wie gesagt, ich trage es fast das ganze Jahr außer im Hochsommer, weil das einfach richtig viel Spaß macht, sehr bequem ist und ja, mir dann auch einfach sehr gut gefällt. So viel also zu den Hauglandjacken. Ich konnte hoffentlich die ein oder andere Frage beantworten oder euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Letztendlich muss man auch dazu sagen, kann es mir relativ egal sein, denn ich habe nichts davon, da ich ja in keinerlei Kontakt zu Haugland stehe oder zu Benjamin Jaworski oder zu wem auch immer aus dem Team. Sondern das Ganze ist einfach nur meine persönliche Meinung, wie ich es eigentlich mit dem Großteil meines anderen Equipments ja auch so mache, dass ich euch ja immer mal wieder vorstelle. Da steckt ja in den meisten Fällen auch kein Sponsoring dahinter. Dafür ist mein Kanal auch noch relativ klein oder zu klein dafür. Sondern ich möchte euch da einfach nur zeigen, mit was ich unterwegs bin. Und letztendlich wurde ich ja von euch auf die Hauglandjacken angesprochen. Ihr habt mich ja gefragt, ob ich mal was dazu sagen könnte. Von daher, ich selbst hätte vielleicht gar kein Video dazu gemacht. Aber so, wenn das Ganze auf Interesse stößt, dann komme ich dem natürlich gerne nach. Und wenn ihr noch die eine oder andere Frage dazu habt, könnt ihr mir die natürlich gerne stellen. Oder natürlich auch logischerweise an Haugland direkt. Das ist ja ganz klar. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie das bei solchen Reviews ja ist. Es ist kaum online, da gibt es schon die ersten 3 Daumen runter. Das ist auf YouTube irgendwie relativ normal. Ich finde es dann auch immer ganz, ganz toll, wenn dann also der ein oder andere einen Daumen runter dafür gibt, ohne in den Kommentaren eigentlich mal zu begründen, warum. Ich finde eigentlich, dass das durchaus miteinander verknüpft gehört oder verknüpft werden müsste. Aber okay. Aber trotzdem insgesamt, ja, den meisten wird es wahrscheinlich was gebracht haben. Und selbst wenn ihr jetzt also die Erkenntnis habt, die Jacke ist nichts für euch, dann hat es ja auch wiederum was gebracht. Also von daher ist das ja in Ordnung. Ich hoffe einfach, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann gerne diesen Kanal abonnieren und ganz wichtig, die Glocke drücken. Denn dann werdet ihr natürlich auch immer informiert, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Ich packe dieses Video hier in meine Playliste mal zu den Reviews. Ich verlinke euch das jetzt hier ringsherum mal. Also es gibt eine Playliste zu den Reviews, es gibt eine Playliste zu Fotowalks, verlinke ich euch jetzt auch. Und ja, wie gesagt, hoffe einfach, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.